So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Fire Road Together und ich habe gerade schon gesehen, als ich das Spiel wieder gestartet habe, der Drago hat sich den 5. Orden geholt, das war mir aber irgendwie klar. Ja. Nachdem wir den 5. Orden jetzt haben, dürfen wir surfen. Allerdings möchte ich zuerst mal die alte Sache in Saffronia City fertig machen, die Drago ja vor, ich weiß gar nicht, wie vielen Folgen das jetzt war. Da haben wir ja einiges dazwischen geschoben. Aber wir können ja das Silfco-Gebäude hier jetzt nochmal fertig aufräumen. Und nachdem ich mich da drin ja relativ gut auskenne, finde ich es auch ganz gut, dass ich da jetzt mal den Anfang machen kann. Weil ich nämlich ziemlich genau weiß, wo ich hin muss. Also, ich habe sowieso vor, das ganze Gebäude komplett zu machen. Und dazu muss ich allerdings erstmal an ein paar Leuten hier vorbei. Ich muss nämlich hier hin und das hier holen. Bevor ich den hier habe, will ich hier nicht unbedingt rumrennen. Wenn wir da noch ein paar Trainer mitnehmen, ist egal, die müssen wir später dann nicht mehr machen. Und der hat einen Arbok und ich habe jetzt gar nicht geschaut, was vorne steht und... Oh, der Rüpselmops. Gut, das passt gegen einen Arbok ja sowieso. Auch wenn der sowieso schon ein bisschen overtrained ist. Den muss ich hier, glaube ich, mal von der Spitze nehmen und dann mal die anderen wieder ein bisschen trainieren. Schon ein bisschen zu viel Training. Rüsselmops, du stellst dich mal hinten an, vor allem weil wir, weil ich hier gerade sehe, wir haben da noch ein paar Pokémon, die noch Level 35 sind. Der ist da schon Level 39. Das mag ich ja gar nicht. Ich mache ich aber später. So. Jetzt fange ich mal von unten an. Also ab in den ersten Stock. Da hat der Drago sowieso schon, glaube ich, ein bisschen angefangen. Nur habe ich jetzt den Türöffner. Ich muss ja immer die Blumenstöcke absuchen, weil dort ist sehr häufig was drin. Hier jetzt mal gerade nicht, aber im Silfco-Gebäude allgemein weiß ich, dass da ziemlich viele Sachen in den Blumentöpfen drin stecken. So, Türöffner. Hilfe, ich bin ein Mitarbeiter des Silfco. Bist du nicht. Sonst würdest du jetzt nicht kämpfen. Mit einem Slimer. Also los, Jake, das ist was für dich. Gib ihm einen Dönerblitz. Ist eh nur Level 26 hier. Für den ganzen Laden sind wir jetzt sowieso schon ziemlich überlevelt, allerdings wollte ich damals hier noch nicht rein, weil am Schluss wartet hier ein ziemlich starker Green und ein ziemlich starker Giovanni, die wir mit unserem damaligen Team, glaube ich, noch nicht unbedingt so gepackt hätten. Vor allem, wenn ich bedenke, dass Grün ein Level 40 Turtok dabei hat. Mittlerweile schaffen wir das, also Jake ist Level 35 und ist ein gutes Stück schneller als ein Turtok. Außerdem, mit seinem Donnerblitz sollte er in der Lage sein, das Turtok zu two-hitten. Im Turtok meine ich mal nicht, dass der Jake one-hitten kann. Weil dafür ist Jakes Spezialverteidigung doch noch ein kleines bisschen zu gut. Also nicht, dass Jakes Spezialverteidigung jetzt irgendwie super stark wäre oder so, aber sie ist ordentlich. Sagen wir es so. Und Turtoks Spezialangriff wäre das jetzt auch nicht unbedingt der beste. So, woher wusstest du, dass ich zum Team Rocket gehöre? Ja, weil du gekämpft hast, deswegen wusste ich's. Ja, hier haben wir schon was, ein Hyperball. Können wir hier noch nachschauen. Du bringst mir noch Donnerwelle bei, ne? Wer kann das denn bei uns lernen? Ich muss nur mal sehen. Der Rüsselmops. Für den wäre das eigentlich gar nicht so dämlich. Da
Dafür können wir mal die Meditation wegmachen, weil der hat ja gerade sowieso keine physische Attacke. Und dann ist zumindest schon mal einer seiner beiden nutzlosen Attacken weg. Also hier schauen, hier war nichts. So, nächster Stock. Endlich auf uns zu nerven. Ne, dann mache ich so lange weiter, bis ihr euch auflöst. Ein Radikal hat er. Ach Gott, ganz vergessen, Jack hat hier ein Level Up. Sollte ich vielleicht jemand anderen an die Spitze tun? Und das mit Statik, das hast du jetzt davon, dass du mich berührt hast. Don't touch me, bro. Da will ich Jake sowieso nicht drin lassen. Allerdings möchte ich da Mike auch ungern reinschicken. Kann irgendjemand von uns... Nee, eine Geistattacke kann keiner. Dann machen wir das mit Adrian. Soll es einfach wegsurfen. Er ist sowieso unser stärkster Angreifer, den wir zurzeit haben. Das wäre zwar jetzt sehr effektiv gewesen, aber der Surfer ist trotzdem stärker wegen dem Step. Ja, mit dem Surfer kommen wir auf eine schöne Stärke von 142,5 und der Biss kommt auf Moment 60, 120, 132 wegen dem Schattenglas. Und jetzt habe ich nicht geschaut, was der reinschicken will. Ich schicke jetzt einfach mal Mike rein. Der kann notfalls gegen alles irgendwas machen. Ein Radikal, okay. Dagegen haben wir doch sowieso den Durchbruch. Der ist super effektiv. Und da gibt er schon auf. Also... Mike darf jetzt mal ein bisschen nach vorne. Ich arbeite für Silvko, was soll ich bloß machen? Auf jeden Fall aufhören, um zu jammern. Hier haben wir Protein, das ist doch sehr gut. Wem geben wir denn Protein? Wer braucht den Angriff? Aber was haben wir da mittlerweile alles für Zeug in den Taschen? Wir sollten langsam mal ein bisschen auslernen. Also Mike bräuchte es und Flieger. Da Flieger jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr allzu lange im Team bleibt, gebe ich es mal Mike. Ups, was habe ich ihm jetzt gegeben? Und hatten wir zwei Protein. Okay. Anscheinend hatten wir echt zwei davon. Ich habe jetzt echt nicht hingeschaut. Hier war nichts drin. Okay, hier wäre zumindest schon mal der Teleporter, wo es zu Green geht. Yep, das ist er. Und da hat mich gerade jemand im Facebook angeschrieben. Beziehungsweise da war eine Nachricht im Facebook. Ich arbeite für das Team Rocket, die Silvko zahlt zu wenig. Ein Elektroball, eins der schnellsten Pokémon im Spiel. Mit einer Basis-Init von 140. Überholt sogar noch einen Blitzer. Und das will was heißen. Dennoch waren wir gerade schneller. Smogmog. Ja, da bleibe ich drin. Unser Mike hat ja schließlich eine spezielle Attacke, mit der wir Smogmogs physische Verteidigung schön umgehen können. Da will er uns smoggen, das gefällt mir nicht. Gut, hätte er eigentlich ruhig machen können. Ich meine, also Mike hat eine Doppelresistenz dagegen und vergiftet kann auch nicht werden. Er ist ja schließlich ein Gift-Pokémon. Was drin? Ich hab mir
mich auch gewundert. Ich meine, dass da nicht so allzu viel drin war. Habe ich die schon nachgeschaut? Anscheinend ja. So. Dritter Stock. Eindringling gesichtet. So, und was machst du jetzt dagegen, dass du einen Eindringling gesichtet hast? Hm? Er schickt zumindest meinen Rattan in den Kampf und bedroht mich, das mag ich nicht. Warum bedrohst du mich? Why? Greife ich halt speziell an. Tragosso. Ja, den kann man schön auf dem Surfer kaputt hauen, weil Tragosso Spezialverteidigung ist nicht so toll wie seine physische Verteidigung. Und seine physische ist relativ ordentlich. Und da ist Level 36 für unseren Mike und bei dem sieht es mit den Statuswerten langsam richtig gut aus. Ein Zubat. Das darf der Jake wieder erledigen. Jake ist jetzt sowieso der Letzte in unserem Team, der noch keine 100 KP hat. Aber dafür kann er reinhauen. Mit seinem Dönerblitz. Ist zwar auch nicht so stark wie der Surfer von Adrian, aber es ist auf jeden Fall sehr stark. Wer oder was bist du? Ich bin Red, dein größter Albtraum. Der Folterknecht. Und hier ist Eisen. So, das Eisen weiß ich auch schon, wer das kriegt. Das kriegt nämlich unser guter Adrian. Er kann mit Verteidigung einiges anfangen. Tanky-Pokémon sollte man in der Verteidigung stärken, in der er nicht so gut ist. Und Adrian fehlt es eben mal in der physischen Verteidigung. Speziell hat er ja einigermaßen viel mit 95 Basis, aber mit 60 in der Verteidigung sieht es dann nicht ganz so toll aus. Kampf mit Kampf bekämpfen. Zwar neutral, aber es sollte auf jeden Fall ausreichen, vor allem wenn Mike einen Volltreffer macht. Das ist natürlich super. Ein Traumato, da will ich sowieso nicht drin bleiben. Lass mal Shake machen. Eine Stärke, weil Traumato hat mir für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Spezialverteidigung. Ist, dass ich da noch Donner blitzen möchte. Da gibt es noch so einen kleinen Ruckzuckhieb hinterher. Ruckzuckhieb schadet ja generell nie. So, in denen war doch auch irgendwo was drin, oder? Nee. Hier auch nicht, aber da ist so ein kleines Itemlager. Ein Hyperheiler. Ein Top-Beleber, sowas ist selten. Psst, siehst du nicht, dass ich mich hier verstecke? Ja, ist ja schon gut. Mein Pokémon erwartet dich. Meins erwartet dein Pokémon allerdings, bevor eines mich erwartet. Ja, jetzt habe ich dich verwirrt, ne? Ein Level 33 Elektroball. Das wird höchstwahrscheinlich schneller sein. Oh, nee, ist der. Okay. Auch wenn unser Mike ein Init Plus Wesen hat. Ich hätte nicht erwartet, dass der schneller ist als ein Elektroball. Ich meine, Nidoking hat jetzt auch nur irgendwas mit 90 Init, bin mir jetzt nicht sicher, wie viel genau hat. Irgend 90, 91, 92, sowas um den Dreh. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt so einen Elektroball überholen kann, auch wenn der 3 Level über ihm ist. Hätte ich persönlich nicht gedacht. Ich stelle den
Shake dann mal wieder nach vorne. Das Stockwerk haben wir ja schon komplett abgegrast hier. War ein kleines Stockwerk. Okay, zolle dem Team Rocket gefälligst mehr Respekt. Was für ein Respekt soll ich euch denn zollen? Einen Respekt müsst ihr euch verdienen. Das tut ihr nicht, indem ihr mir irgendwelche Hypnos vor die Schnauze setzt. Nur mal schauen, was ein Donnerblitz da macht. Nicht mal die Hälfte. Habe ich befürchtet. Schauen wir mal, was eine Stärke vergleichsweise hier anrichtet. Ungefähr dasselbe. Natürlich. Komm, komm durch, Jake. Danke. Ich weiß doch, auf meinen Jake ist Verlass. Hier drin kann man ganz schön gut Geld verdienen. Ein AP Plus, das ist ja gut. Was? Wer hat denn das Kind reingelassen? Frag mal die schlafende Wache vor der Tür, ne? Bob. Er hat ein Kadaver. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen will. Wenigstens ist Jake Steller. Und wenigstens hat Kadaver eine extrem miese Death. Immer merken, Kinder, wenn ihr ein Kadaver oder ein Simsala vor euch habt, immer schön physisch angreifen. Bei Pantimos ist es fast egal, wie man draufhaut. Der hält sowieso viel aus. Speziell zwar ein bisschen mehr als physisch, aber auf dem Donnerblitz kriege ich den Step und außerdem hat unser Jake ein bisschen mehr Spezialangriff als Angriff wegen seinem Wesen. Haben wir Bob besiegt. Ja, das war halt eben ein Fail-Bob. So, dann kommt Glutexery wieder nach vorne, der eigentlich mittlerweile wieder mal umbenannt werden dürfte. Ein Eindringling mischt das Team Rocket auf. Das bist du, oder? Ja, natürlich. Und hier haben wir ein Elixier. Ja, es lohnt sich eben, solche in den Blumentöpfen mal nachzuschauen, weil hier gerade in diesem Gebäude findet man da so viele geile Items. So, wir entwickelten in diesen Labors neue Pokébälle. Ja, ja, ich weiß, dass ihr den Meisterball entwickeln wollt, aber den brauche ich doch eh nicht. Okay, ein Magneton. Gut, dass ich dafür noch einen Durchbruch habe. Oh, ich hätte auch einen Flammenwurf machen können, fällt mir da rein. Aber da reicht der Durchbruch auch. Ein Magnetido. Ja. Da muss ich nicht wechseln. Da reicht ein Durchbruch erst recht. Spare ich mir lieber die Attackenpunkte für den Flammenwurf für irgendwas auf, was den auch verdient. Ja, ein Smogon zum Beispiel. Du bist mir einen Flammenwurf nämlich etwas mehr wert als ein Magnetilo, weil Smogon kriege ich mit einem Durchbruch oder einer Geheimpower oder auch einem Flügelschlag nicht tot. Smogmog erst recht nicht. Flammenwurf sieht das Ganze allerdings wieder ein bisschen anders aus. Also da gibt es ein schönes Level-Up für Glutexery. Ich frage mich, wann das nächste Mal umbenennt. So, wer ist denn jetzt noch Level 36? Flieger und Mike, nachdem Flieger... Ich weiß nicht, ob ich Flieger noch weiter trainieren soll. Ich überlasse es mal Drago. Mein Protein schon wieder. Wir brauchten noch Angriffswert. Jake ist auch ein ziemlich guter physischer Angreifer. Den können wir auch mal eins geben. Die
diese Rüffel haben die Kontrolle in diesem Gebäude übernommen. Der Boss sagt, dass er nach starken Pokémon sucht. Ich hoffe, dass unser Präsident Ärger vermeiden konnte. So. Blumentöpfe absuchen. Ja, den hatten wir ja schon. Der Power Punch. Oh, eine sehr, sehr nette Kampfattacke, die man allerdings in einem Playthrough leider nicht wirklich benutzen kann. Blumentöpfe. Ich werde euch alle abgrasen. Und wenn es dann noch so viele gibt hier. Mal eins weiter nach oben und schauen wir mal, ob wir dieses Stockwerk hier auch noch schaffen. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Ah, ja, die gibt es sicher auch noch. Von denen gibt es hier wirklich vier. Also dann, da darf Mike mal wieder ran an den Speck. Mike sollte eben bald seine letzte Attacke lernen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann er das macht, aber es war schon jenseits der 40. Ja, da machen wir noch einen Durchbruch. Maschok. Ach, weißt was. Da darf der Flieger auch mal wieder ran. Es ist ja das erste Mal, dass es als Tauboss eingesetzt wird. Nein, ich bin raus. Oh je, Mini, bitte hilf mir. Schau ihn dir an, den Feigling. Sie müssen es wegen unserer Pokémon-Produkte auf die Self-Core abgesehen haben. Das Team Rocket benutzt Pokémon bei dem Versuch, die Welt zu erobern. Das Team Rocket hat die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Ja, das haben jetzt auch schon mehrere gesagt. Du wagst es, dich Team Rocket zu widersetzen? Ja, ich habe ja sonst gerade nichts zu tun. Ja, außer die Surferrouten rund um die Zinnoberinseln und die Seeschauminseln abzuklären. Aber ihr hattet für mich da so eine leichte Priorität. Also dann, ein kleiner Rockslide für ein kleines Zubat. Zubat. Immer her damit. Noch ein kleiner Rockslide. Und ein Gulbat. Das kriegt erst recht einen Rockslide. Da gibt's Level 37 für Mike. 94 Init hat der jetzt gerade. Ja, das ist schon ganz ordentlich. Elender Verräter. So. Ich stell dann mal Flieger nach vorne und beende hier an dieser Stelle mein Part. Ich bin hier schon wieder bei 24 Minuten. So, ja. Hat wie immer Spaß gemacht. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.